So, hier kommt eine Tür rein. Ich höre die ganze Zeit hier Skelette. Das Bett kommt hier hin. Dann brauche ich nochmal hier. So, und wenn wir uns jetzt schon schlafen legen, geht das? Ich kann nur nachts schlafen. Nice! Man kann jetzt auf Betten hüpfen. Ist cool. So, und da geht uns schon das Holz zur Neige. Das war's. Ich kann nur nachts schlafen. Ja, das ist mir bewusst, dass ich nur nachts schlafen kann. Komm, bitte. Ah, zum Glück. Jetzt haben wir auf jeden Fall keine Monster. Hier. Oh, das Eisen ist fertig gebrannt. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall hier. Zack, zack. Wo wir mir ein Anliegen im Wald, dass ich Eichenholz. Ich glaube, ich gehe da mal kurz hin. Unsere Holzaxt wird auch nicht mehr lange reichen. Aber ich will das jetzt ungern verscherbeln im Ofen. Sammeln wir hier ein bisschen Holz und dann müsste es auch eigentlich reichen. So. Ist das auch Eichenholz? Ja. Okay, das war's. Verdammt. Aber ich glaube, für ein Dach. Ja, das reicht für ein Dach. Machen wir uns eine neue Axt und gehen dann nochmal hier hin. Das Haus sieht jetzt nicht schön aus, ich weiß, aber fürs Erste muss es reichen. Ne, erstmal das Dach machen. So. Kommen wir von außen nochmal die Umrandung eben machen. So. Können wir das braten? Ich glaube, wir machen noch einen Ofen. Einfach für Dingens. Dann holen wir die Hälfte raus. Zum, was weiß ich, für Eisenbarren oder so. Was wollte ich machen? Genau, oh. Moment, da können wir ja schon mal hier. Ja, ich benutze das jetzt einfach dafür. Ist ja egal. Dann kommt hier noch. So. Eins, zwei. Eins. Zwei, drei. So. Eine Axt. Machen wir noch eine. Machen wir noch zwei. So. Dann reicht das, glaube ich, auch. Das kommt noch da.
So, das brauchen wir nicht, das auch nicht. Das Feuer ist auch nicht, auch nicht, auch nicht. Da können wir braten eben. Ja, hier kann man ja kein gutes Feld machen. Ich müsste entweder außerhalb des Gebietes hier gehen. Oder unterirdisch. Eine künstliche Plantage bauen. Oder halt nach da gehen, aber das wäre mir zu weit weg, um hin und her zu gehen. Also machen wir eine unterirdische Farm. Da sind... Oh, ein Apfel. Das habe ich hier abgebaut. Naja. So, gibt es hier irgendwo noch Eichenholz? Ja, hier gibt es jede Menge. Ich glaube, wir pflanzen die auch. Zack. Zack. Kommt da noch was runter? Nein. Ich dachte, hier lag was. Wir roden den Wald zwar ab, aber setzen ihn gleichzeitig wieder hin. Das heißt, also hier verschwindet nichts. So, hallo Schwein. Nein, oder? Nein, nein, wir lassen ihn. Hier sind ein paar Sitzklingen runtergekommen. Das heißt, was ist das? Genau, nehme ich einfach mit. Wir setzen hier ein Sitzling hin. Hier. Nein, hier. Und wo habe ich noch abgerodet? Direkt hier. So. Da passt dann auch. So. Ich glaube, wir sollten auch mal in die Höhle langsam. Und ein bisschen farmen. Also Rohstoffe abfarmen. Damit wir auch ein bisschen Eisen wieder haben. Wir haben ja jetzt alles verbraucht. Wir brauchen Rüstung. Okay. Eisenstiefel haben wir schon mal. Was ist denn da drauf? Also, ich dachte, da wäre irgendeine Verzauberung drauf. Leider ist es nicht so. Moment, wir können die hier... Wachsen die überhaupt hier im Schneegebiet? I don't know. So, dann nehmen wir mal das Fleisch mit. Nehmen wir noch eine Workbench mit. Bisschen Holz, zack. 64, das restliche kommt hier rein. So. Das kommt noch nach oben. Ofenkartoffel gebracht. Und wenn ich das Lampf. Guck mal. Dann packe ich das. Ich weiß nicht, wie lange wir da drin sein werden, also. Apfel esse ich jetzt schon mal. Boah, das wird zu viel, ne? Ah ja. Geh nicht lange rein. Wir müssen ja auch noch drauf achten, dass wir genug Inventarplatz haben. Aua. Für die Höhle. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zurück und hole Erde, oder? Ach, wir können auch Stein hier abbauen. Das ist ja kein Thema. 46 Fackeln müssten auch reichen. Wenn nicht, wir haben ja Sachen dabei. So. Lass uns einfach mal links da dieses Rezeptbuch auf. So. Aber nochmal, um das auf das Thema zurückzukommen, jeder Mensch ist gleich oder einzigartig und dann wieder doch nicht. Zum Beispiel kann man es ja darauf anwenden, wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß jetzt nicht.
nehmen wir mal das Beispiel jetzt ich und Pasenator. Ich weiß, der Lobo nennt sich immer zuerst, ist klar. Ist ja auch egal, wie man das sagt, ne, ganz ehrlich. Ob ich jetzt sage Pasenator und ich, oder ich und Pasenator, das hat nichts mit Einbildung zu tun, so. Sondern einfach, ich sag das einfach permanent. Und ich denke mir einfach dabei nichts, ja. Ganz kurz. So. Wir sind ja in der Höhle, ne? Da geht das schon. Dieses Ne. Stehen die vor mir. Aber woher kommt das eigentlich immer, dieses Ne? Oder ja. Oder keine Ahnung. Hat sich das irgendwann mal angewöhnt und das kriegt man auch nicht mehr raus. Vielleicht kriegt man es wieder raus, aber ich achte da jetzt nicht so drauf. Ich finde es so lustig, wenn ich mir das Video in ein paar Jahren angucken werde, so. Wie oft sage ich, ne? Das ist ja peinlich. Aber ist mir jetzt im Endeffekt, jetzt gerade und später wird es mir auch genauso aua. Was bist du denn? Volle Genmanipulation, Alter. What the fuck, Alter. So. Und jetzt möchte ich auch nicht das stehen lassen und vergessen haben. Das ist mir auch öfters im Let's Play passiert. Ich sag was und dann... Och, nö, hab ich vergessen. So. Wenn man das Beispiel jetzt nimmt mit mir und Pasenator. Pasenator hat einen anderen... einen anderen Geschmack, sage ich jetzt mal. So ein Spielegeschmack oder andere Geschmäcker jetzt auch so... Der mag lieber... was weiß ich... eine Zucchuk-Pizza anstatt so eine Pizza Margarita mit Doppelkäse, Mais und Knoblauchsoße, sage ich jetzt einfach mal. So, und ich mag halt diese Pizza Margarita mit Doppelkäse, bla bla bla. So. Und da ist das genauso. Alle Menschen sind gleich, ja klar. Er mag das lieber anstatt das. Das ist das auch wieder. So ein Grund, wo ich mich frage. Wir sind nicht alle gleich und gleichzeitig, doch, wir sind alle gleich, laut der Religion. Ich muss dazu sagen, ich bin selber Atheist. Ich bin zwar evangelisch konfirmiert worden, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag in die Kirche, beziehungsweise ich gehe gar nicht in die Kirche und gebeten. Für Leute, die das machen, gerne, können sie machen. Aber mich interessiert das jetzt eher weniger. Weil, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, wie schon gesagt, das Thema, alle Menschen sind gleich und dann doch nicht. Und, hä? Jeder ist ein Mensch. Ich verstehe ja schon den Hintergrund da, ne? Aber wenn man es mal so oberflächlich bezieht, wie ich das jetzt gerade mache, dann sind wir alle gleich und wiederum doch nicht. Das ist auch schon wieder so, wo man sich denkt, wie soll man das jetzt behandeln? Weil jeder denkt anders. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt. Wie fasst man das auf? Nimmt man das so auf oder so? Nimmt man das so oberflächlich auf, wie ich das jetzt beschreibe? Beziehungsweise, das ist ja nicht oberflächlich, man macht sich ja Gedanken darüber. Aber manche wissen gar nicht den richtigen Aspekt dahinter. Und denken sich dann so, ja, was ist das denn für Müll? Wie er es gleich und dann doch nicht. Wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht. Könnt ihr das ja mal auch in die Kommentare.